Nach der Olympia bin ich erstmal 3 Tage in Vegas für Fotoshootings und ja, mal mit ein paar Bekannten mal essen gehen abends, ja. Dann werde ich nach Hause fliegen. Tag später werde ich in Finnland sein, auf einer Messe für einen Auftritt. Dann kommen wir wieder und Tag darauf fliegen wir nach Australien. Ich mache eine Australien-Tour. 3 Wochen und ja, Ende Oktober bin ich wieder zu Hause. Und dann geht es wieder weiter nach USA. Dann habe ich meinen letzten Auftritt bis Dezember und das war's. Ja, von meinen Sponsoren aus, also sollte ich schon dieses Jahr machen, aber da konnte ich nicht, weil ich wollte mir ausruhen, weil letztes Jahr war ziemlich anstrengend für mich. Ich war fast ein komplettes Jahr nur in der Vorbereitung und ich wollte mich da nicht so verheizen. Ja, und also nächstes Jahr will ich auf jeden Fall mitmachen. Es sei denn, klar, ich verletze mich oder so, aber wenn alles glatt läuft, will ich mich für die Arnold November anfangen vorzubereiten. Ja, das ist schwer vorauszusagen. Klar, ich sag mal, man möchte auch so lange wie möglich dabei bleiben, ja. Ich sag mal so, solange ich mich verbessern kann und nicht schlechter werde jedes Jahr, will ich weitermachen. Ja, sobald ich mich irgendwie, keine Ahnung, schlecht fühle oder in einer sehr schlechten Form antrete, dann war es das. Dann muss man auch sagen, okay, ich akzeptiere es und muss mich dafür entscheiden, mal aufzuhören. Ne? Weil man macht ja auch alles nur schlimmer, wenn man nicht so ist, wie man vorher war. Ja, und das ist, kann man lieber sagen, okay, das war's für mich. Ja, und das war's.